So, liebe Leute, es wird mal wieder Zeit, dass wir darüber reden, was uns nächste Woche so auf Netflix erwartet. In Kalenderwoche 34 vom 23. bis zum 29. August bringt Netflix 17 Originals raus, die keine Stand-Up-Comedy sind oder Serien, die sowieso jede Woche neue Episoden veröffentlichen. Ein bisschen was im Lizenzgeschäft, aber diesmal keine Highlights von mir aus diesem Bereich. Aber meine Highlights in der kommenden Woche sind die erste Staffel von Open Your Eyes, dann The Witcher, Nightmare of the Wolf, dann Bob Ross, Glückliche Unfälle, Betrug und Gier. Das sind die drei Highlights. Da erfahren wir gleich noch ein bisschen mehr drüber und dann gucken wir mal, was in den Lizenzwelten Neues dazugekommen ist. Nämlich ab Montag gibt es Tomb Raider, den Film mit Alicia Vikander, in der Hauptrolle auf Netflix dann anzusehen. Und am 25.8. folgt noch Really Love, The Old Ways und The River Runner und am 28.8. noch Silver Skates. Und damit gehen wir rüber zu den Originals. Da geht es dann Montag los am 23. August mit The Witcher, Nightmare of the Wolf, Animationsfilm nach Buchvorlage, die Geschichte von Vesemir wird erzählt, der vor der Armut flieht und als Hexer für Ruhm und Geld gegen Monster kämpft und irgendwann holt ihn aber seine Vergangenheit ein. Ich finde den Stil, die Machart ganz gut. Ich bin gespannt, wie brutal die Nummer wird. Liegt eine schöne Stimmung drüber, habe ich deswegen gehighlightet. Am Dienstag gibt es für die kleinen Oggy Oggy, das in der ersten Staffel die Geschichte einer Katze namens Oggy, die farbenfrohe Abenteuer in einer eigenen Welt mit Freunden erlebt. Am Mittwoch hätten wir mit Open Your Eyes, habe ich gehighlightet, eine polnische Mystery-Serie nach Buchvorlage, in der eine Teenager nach einem Unfall Gedächtnisstörungen hat und gleichzeitig Zweifel an einer sehr unkonventionellen Behandlung hegt in einem Institut, in dem sie ist, sehr abgeschottet in der Natur. Und ich finde, der Trailer baut sich stark auf, schafft es, eine Spannung zu kreieren, wo ich Lust habe, mir das Ding anzugucken, könnte wirklich gut sein, deswegen gehighlightet. Ebenfalls am Mittwoch gibt es Clickbait, hätte ich fast gehighlightet, eine US-Krimiserie im Mini-Format, also eine Miniserie, die abgeschlossen ist und erzählt die Geschichte von Nick Brewer, der ist Familienvater, der wird entführt und auf einmal taucht ein sehr düsteres Online-Video über ihn auf und seine Angehörigen versuchen ihn zu finden. Mit dem Hauptdarsteller aus Entourage, eine Serie, die ich geliebt habe, hat was Geheimnisvolles. Der Trailer sieht nicht uninteressant aus, kann man sich Clickbait vielleicht merken. Ebenfalls am Mittwoch gibt es die Reality-Show Motel Makeover, in der zwei beste Freundinnen in der ersten Staffel ein heruntergekommenes Motel komplett durch ein Makeover neu verwandeln, das auch über die Pandemie hinweg. Natürlich geht dabei alles schief, was schief gehen kann, aber für diejenigen, die so eine Alt-Neu-Shows mögen, sicherlich nicht unspannend. Dann gibt es noch Postmortem in Skarns stirbt niemand, skandinavische Thriller-Serie, ab Mittwoch in der ersten Staffel, erzählt die Geschichte einer Frau, die von den Toten aufersteht, der es nach Blut dürstet und wo gleichzeitig das Bestattungsunternehmen, was in der Familie liegt, davor steht, pleite zu gehen. Und da gibt es da irgendwie eine Lösung wahrscheinlich, um das Ganze voranzutreiben. Hat also im Trailer auch was Komödiantisches und dennoch, also sehr speziell, nicht uninteressant, weiß ich noch nicht, wie ich das Ding einschätzen soll, aber auf jeden Fall mal erwähnt, Postmortem, wie man aus beiden düsteren Welten irgendwie beides zusammenpackt und dann das Familiengeschäft retten kann. Dann gibt es noch der göttliche Joao, die Verbrechen eines Geistheilers. Ist eine brasilianische True-Crime-Serie in der ersten Staffel im Doku-Format, in der Joao Teixeira de Faria, sicherlich falsch ausgesprochen, fast vergöttert wird von seinen Anhängern, bis Missbrauchsskandale ans Licht kommen. Opfer kommt zu Wort, ein Mix aus Interview- und Archivmaterial, aber grundsätzlich so dieses True-Crime-Element sehr generisch aufgezogen, weswegen es mich jetzt ehrlich gesagt nicht dazu veranlasst hat zu sagen, muss ich highlighten. Was wollte ich aber wiederum bei Bob Ross, Glückliche Unfälle, Betrug und Gier? Dokumentation über den weltbekannten Kunstlehrer Bob Ross, den viele, viele Millionen ja lieben und sicherlich auch sehr viele kennen. Und der Trailer wird so aufgezogen, dass man sagt, man hätte gern diesen Trailer gezeigt, man darf es aber nicht. Warum, erfährt man in der Doku. Diese Art von Marketing weckt auf jeden Fall mein Interesse und Bob Ross, da scheint dann irgendwie auch sehr Trauriges im Hintergrund passiert zu sein. Ehrlich gesagt, keine Ahnung an dieser Stelle, was mich da erwartet, habe ich mir aber gehighlightet und möchte ich mir ansehen. Am Donnerstag gibt es dann für alle Kinder, die die Sitcom Familienanhang mögen, den ich glaube vierten Teil inzwischen für Fans von der Reihe und noch die japanische Anime-Serie nach Manga-Vorlage In Zero, in der ein Junge, der die Schwerkraft beherrscht, auf der In Zero lebt, eine Art Raumschiff und sich auf einem Weg befindet und auf dieser Reise ein großes Abenteuer erlebt. Recht kindlich gehalten, hebt sich leider inhaltlich nicht besonders ab. Da liefert Netflix gerade bei den Eigenproduktionen, finde ich, öfter mehr Dinge, die dann noch mehr USP haben, die besonderer wirken. Am Freitag hätten wir mit Alle lieben Arlo, Zeichentrick
Trick für Kinder in der ersten Staffel, in der Arlo und seine Freunde ein heruntergekommenes Viertel in New York wieder aufpolieren und aufbauen wollen. Es wird mir eine Menge drin gesungen, wirkt sehr überdreht, irgendwie fast ein bisschen psychedelisch, der Trailer. Deswegen fand ich jetzt nicht wirklich ansprechend. Ebenfalls am Freitag gibt es mit Title Town High eine Reality-Wettkampfshow in der ersten Staffel, in der es um eine Highschool in Georgia geht. Dort ist American Football das wichtigste, Spiele zu gewinnen. Darüber profiliert man sich, aber die Teammitglieder haben trotzdem ganz alltägliche Dinge wie Liebe, wie Schule und eben andere Probleme zu meistern. Genau darum dreht sich das Ding, ehrlich gesagt, recht wertig aufgezogen, Title Town High. Dann gibt es noch mit DP ein K-Drama in der ersten Staffel, in der ein junger Grenadier Fahnenflüchtige jagt und dann holt ihn doch die Realität ein. Ich finde aber, dass der Trailer eine ganz komische Abstimmung aus Ton, Gesprochenem und Bild hat, catcht mich ehrlich gesagt gar nicht. Dann gibt es mit King of Boys, The Return of the King, eine Nollywood-Miniserie. Es gibt ja Hollywood, Bollywood, Nollywood. Das ist das nigerianische Filmgeschäft und in Afrika eines, das boomt. Und erzählt die Geschichte einer Frau, die zurückkehrt, die viel Macht besitzt, ein bisschen im Gangstermilieu agiert, aber trotzdem leider zu billig aufgezogen, der Trailer vom Look. Deswegen hat mich King of Boys jetzt ehrlich gesagt gar nicht interessiert. Und dann gibt es noch Einer wie Keiner am Freitag. Teen-Romcom, Buchverfilmung und quasi ein Remake von Eine wie Keine, diesmal ein bisschen umgedreht. Eine Influencerin will einen Klassenkameraden durch ein Makeover zum Ballkönig machen. Da treffen dann zwei Welten aufeinander und irgendwo dazwischen wird sicherlich die Liebe stattfinden. Fand ich jetzt auch nicht, dass es ansprechend aussah im Trailer leider. Sonntag hätten wir noch mit Nevertheless ein K-Drama in Serienform in der ersten Staffel, in der eine zynische Kunststudentin sich auf eine freundschaftliche Sexbeziehung einlässt aufgrund des Charmes einer Kommilitonin. Der Trailer sieht aber ultra cheesy aus. Und dann gibt es noch Hausmann Ghost Genie, ein japanisches Comedy-Serienformat in der ersten Staffel, in der ein Kerl ein Haushaltsputzfimmel hat und jedes noch so kleine Detail im Haushalt versucht aufzupolieren, das aber kein Trailer hinterlegt. Also 17 Originals, die alle auch sehr unterschiedlich sind. Meine Highlights ganz klar, Open Your Eyes, die polnische Serie in der ersten Staffel, dann The Witcher, Nightmare of the Wolf und die Bob Ross-Doku. Und ich hoffe, da war jetzt was dabei, wo ihr euch viel interessiert. Das wäre das Sinnvollste. Und ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filme, Serien und Dokus schauen.